Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ETS2. Ja, heute wollte ich mal gucken, was das Update so gebracht hat. Ich habe extra die Changelog nicht gelesen. Ich wollte das mal mit euch herausfinden, was alles schön gemacht worden ist. Aber das sehen wir dann, wenn der Ladebildschirm vorbei ist. So, da sind wir wieder. Was fällt uns als erstes im Hauptmenü auf? Im Hauptmenü? Hier unten haben wir den Vehicle Browser für die einzelnen LKWs und für die Trailer, die wir aber noch nicht besitzen. Oder ist das unser Händler? LKW Design? Kann ich das jetzt anpassen? Okay. Level 8, den die Level jetzt direkt, aber das war es ja vorher schon. So kann ich das Fahrwerk nicht aufspielen. Nur Level 20. Ah doch, macht er. Ah, okay. Das haben wir doch auch schon alles, oder? Ja, 730 PS. Kommt man eigentlich direkt in den Shop? Okay, das ist geil. Aber einen eigenen Auflieger haben wir noch nicht. Können wir uns den hier kaufen? Okay, hier können wir sogar aussuchen, wie die Reifen angeordnet sind und was man transportieren will. Okay, Milo, nicht ganz so laut. Flachbrett, okay. Isolation. Der ist ja geil. Da kann man sich ja richtig schöne Trailer aussuchen. Wir besitzen ja noch keinen. Wir haben zwar einen LKW und ich stehe auch gerade in Oslo, aber da müssen wir doch mal glatt gucken, ob wir uns einen leisten können. Okay, was haben wir hier? Flachbrett. Aha. Okay. Der ist so. Isolation. Okay, hier sind noch die Gigaliner gesperrt. Aber welchen kaufen wir uns denn jetzt? Wir brauchen hier einen. Wir wollen das doch testen. Wir nehmen erstmal den Tiefler hier, glaube ich, 50.000. Den kaufen wir uns. So, wo soll er hin? Dann geht er nach Dortmund. Ja, den schicken wir nach Dortmund. So. Dann machen wir. Moment, Milo. Dann fahren wir mal per Schnellreise. Nach Dortmund zurück. Okay. Kam jetzt Geld rein oder nicht? Ach, schon wieder Ladebildschirm. Ich fasse es ja nicht. Das kann jetzt aber ein bisschen schneller gehen. Und ich habe auch gehört, die Straßen sollen überarbeitet worden sein, vor allen Dingen im Berliner Raum. Aber ich habe gestern mal kurz reingeschaut. Ich habe sogar schon gesehen, bei mir in Dortmund, da waren. Ja, da sind Lücken bei. Warum geht mein LKW sofort an hier? Was ist hier los? Zu wenig Luftdruck. Aber ich muss mal eben gucken, warum mein Lenkrad wieder so rumschwappt. Mach ich mal eben zwischendurch. Ihr habt hier das Bild. Ton kommt gleich. Okay. Warte mal. Ich muss noch mal eben eine Einstellung gucken. Als. Nein, das muss.
Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Ja, lässt sich besser fahren. So, aber wo steht denn jetzt unser Anhänger? Unser Anhänger rum? Wenn der hier in Dortmund an der Garage sein soll. Da wir ja schlecht aussteigen können zum Gucken. So. Ja, ich habe momentan keinen Auftrag, aber wo ist denn der Auflieger? Wo ist er? Ja, kann die Luftdruckbremse jetzt mal genug Druck aufbauen hier? Wie können wir denn unseren eigenen Auflieger anhängen? Wir haben den, aber wo steht er? Wir sind an der Garage. Er soll doch hier sein. Wo ist er denn dann? Wie kann ich den ankuppeln? Steht er in der Garage? Ich bezweifle das. Steht er doch auch nicht. Oder müssen wir auf unser Symbol fahren? Moment. Oder kommt er erst ab der nächstgrößeren Garage? Ja, 180, okay. Aber warum wird er mir nicht angezeigt, wenn er doch in Dortmund steht? Ja. So, jetzt gehen wir mal zurück. Wo soll er denn dann sein? Hängt er sich automatisch an? Ja, wir haben ihn dran. Geil. Er geht dann automatisch dran. Das ist cool. Jetzt müssen wir mal eben den Rückwärtsgang rausnehmen. Dann müssen wir mal nach Aufträge schauen, weil da gibt es ja dann jetzt spezielle Aufträge. Da gehen wir nämlich nicht mehr auf Frachtmarkt, sondern auf Cargomarkt. So, wir stehen in Dortmund. Was wollen wir denn fahren? Oh, ist das eine lange Strecke. So lange wollte ich jetzt nicht machen, um das mal zu testen. Haben wir ein bisschen kürzer. Ja, komm, wir fahren mal Dortmund-Frankfurt. Bringt zwar nicht viel Geld, aber wir machen das mal einfach nur, um zu testen. Wie kommen wir jetzt hier raus? Okay, es ist ja verdammt eng hier. Die Garagen haben sie im Übrigen auch umgebaut, so wenn ich das richtig sehe. Ja, der zeigt mir an, momentan keinen Auftrag, aber ich wollte das Navi. Ich was verpasst bei den Einstellungen? Ah. Er hat das zurückgesetzt, das Navi. So. Dann fahren wir hier mal raus mit unserem eigenen Auflieger. Und holen uns mal die Fracht ab. Mal schauen, wie das aussieht. Warte, Milo. Moment. Ja, ich weiß. Seht ihr hier die grauen Lücken im Navi? Das ist alles überarbeitet worden. Von SCS. Das kann ich alles wieder freifahren, weil das fehlt mir in meiner Stadt. So. Dann wollen wir mal schauen, wie das hinhaut. Cargomarkt? Da hatten wir den eingestellt. Auftrag annehmen. So, wo steht denn... Ah, ich muss in die Parklücke. Okay. Ich dachte, der Trailer wird dann automatisch
So, das Gepiepe, das nervt ein bisschen zwischendurch, das weiß ich. Aber ich muss mal gerade eben in die Außenansicht, das ist mir gerade irgendwie zu dunkel. So, dann schieben wir den mal da rückwärts rein. Oh, er will nicht. Okay, wenn das reicht. Ey, das ist ja mal cool. Das ist ja mal richtig cool. 22 Tonnen ab nach Frankfurt. Dann wollen wir mal mit den eigenen Auflieger fahren hier. Ist zwar nur eine kurze Strecke, aber ich hoffe, es macht irgendwo trotzdem Spaß zuzuschauen. Weil ich habe das Update ja extra nicht durchgelesen, die Changelog. Wir finden alle so raus. Oh, schon wieder grün, wir können weiter. Aber warum verstellt sich jetzt mal mein Navi? Hä? Verstehe nicht. Habe ich Licht an? Ja, habe ich. Dann wollen wir mal nach Frankfurt düsen. Coole Sache mit dem eigenen Trailer. Da lohnt sich das Spiel doch gleich wieder öfter zu spielen. Ja, da kommt eine Ampel, guck. Nein, rot. Jetzt wird sie grün, die Ampel. Ja. Ja, meine Kinder sind auch neugierig, was der Papa gerade hier so treibt. Aber ich trinke mal eben einen Schluck. Milo gleich. Das weiß ich noch nicht. Da muss ich erst mit Mama sprechen, ob du dein Handy darfst. Nein, Ruhe. Raus jetzt hier. Raus! Beide! Dann halt die Klappe. So. Gleich kommt erst eine Ampel wieder, aber vorher fahren wir auf die Autobahn. Ja, pass auf jetzt. Oh. Warum ist er so langsam hier? Will er nur eben nach Frankfurt fahren? Ja, supi. Bremst mich aus, dann macht er sowas und dann kommt er wieder zurück. Was ist das heute für eine KI? Der fährt ja zickzack da vorne. Keine Ahnung. Oder schlecht programmiert. So, dann liefern wollen wir jetzt mal zusehen, dass wir die 22 Tonnen nach Frankfurt kriegen hier. Die Eisenrohre. Milo. Licht ist doch an. Licht ist am LKW an. Es ist doch... Es ist in dem Spiel Nacht, Junge. Deswegen ist er so dunkel. Ja, jetzt kommt noch keine Ampel. Das dauert noch. So, dann heizen wir da mal eben runter nach Frankfurt. Sind ja nur 269 Kilometer. Kriegen wir die noch in der Folge runter? Ach Milo, nicht. Nicht, dass du da an die Knöpfe kommst. Aufpassen am PC. Sonst geht er gleich aus. Ja, was ich von dem Update halte bis jetzt, einfach nur genial. Und die Straßenüberarbeitung habe ich mitgekriegt in Berlin, die soll ja noch besser sein. Da sollen sie ja richtig angepasst haben jetzt.
Aber das finden wir alle selber raus. Ja, ich könnte euch die Changelog vorlesen, was alles gemacht worden ist, aber ist ja auch langweilig. Wenn man das alles schon im Vorfeld weiß. Ja. Nee, ich nicht, aber du. Na, verkehrte Taste gedrückt, liebe Leute, verkehrte Taste gedrückt. Navi war weg. Ja, später. Jetzt fahre ich. Du später. Dann darfst du gar nicht fahren, wenn du jetzt böse wirst. Dann werd nicht so frech. So, wir fahren auch heute mal ein bisschen schneller als sonst. Ja, gleich, wenn ich fertig bin. Weil wir wollten die 269 Kilometer ja eben in die Folge noch packen. Deswegen fahre ich mal ein bisschen schneller. Die Folge wird auch länger als geplant. Weil ich möchte euch ja noch zeigen, wie das beim Abladen ist. Weil das Aufladen haben wir ja gesehen. Das wirkt gleich hell da. Die Strafe, die wir dann zahlen müssen, ist dann auch wurscht. Das Einzige, was wir dann noch herausfinden müssen, ist, ob wir die Auflieger auch dem jeweiligen Fahrzeug zuordnen können. Das wäre natürlich auch geil. Dann kann ich hier sagen, was jeder transportieren soll. Nein, nach Köln fahren wir nicht. Ich spiele ja LKW. Also das ist ja ein LKW-Simulator und kein Autosimulator. Weil ich will ja LKW fahren, nicht Auto. Nein, ist ein LKW. Der Noel hat aber nur gefragt, ob man hier auch ein Auto kaufen kann. Mhm. Die Strecke zieht sich aber runter. 100 Kilometer, verfluchte Hacke hier. Nein, jetzt nicht, Milo. Ich fahre noch. Gleich kann ich dich auf den Schoß nehmen, wenn ich fertig bin. Okay? Ja, dann darfst du einmal fahren. Ja, liebe Leute, so ist das, wenn man Kinder hat. Alleine kannst du gar nicht. Kommst gar nicht ans Gaspedal. Wenn du richtig auf dem Stuhl sitzt, kommst du da auch nicht dran, Noel. Mm-mm. Da kommt die nächste, glaube ich, angetrottet hier. Unsere kleine Emma. Ich glaube, die kommt jetzt auch gucken, was Papa macht. Ja, Milo ist hier, Emma. Der Milo steht doch hier, Emma.
Hab ich doch gesagt, jetzt habe ich schon drei von meinen Kindern hier. Mal gucken, wann der Rest kommt. Oh. Einmal die Spur wechseln. Aber los, Attacke hier. Ich will das noch in die Folge kriegen heute. Ei. 1100 Strafe, ist egal. Mir wurscht. Ja. Papa muss auch Strafe zahlen. Lass die Emma ruhig. Da war ich zu schnell, habt ihr gesehen? In Schlenkern gekommen. Gleich kommt Ampel. Emma, gleich kommt eine Ampel. Dann bin ich pleite. Ja, dann hat man kein Geld mehr. So, gleich sind wir da, liebe Leute. Gleich haben wir es geschafft. 30 Kilometer noch. So. Dann fahren wir mal hier runter und liefern unsere Fracht endlich ab. Und wieder ein Stück Strecke freigefahren. Weiß gar nicht, ob mir das jetzt fehlte oder ob wir das noch gar nicht oder ob das überarbeitet worden ist. Emma, geh da bitte weg. Was haben wir denn noch? 17. Komm, das schaffen wir. Dann kauen wir in die Folge rein, dann wird die halt 25 Minuten, 30 Minuten. Aber dann ist sie fertig. Emma, was ist los? Was hast du denn für ein Lachflash hier? Wir sind noch nicht in der Stadt. Die Ampel wird noch nicht angezeigt. Hubschrauber. Muss ich hier runter, ja? So, und dann hier aus dem Kreisverkehr sofort rechts wieder raus. Kommt da einer, ne? So, da wollen wir den Spaß mal abliefern und mal gucken, wie sich das dann verhält. Ja, die ist auch grün. Doch, hier sind Strecken drin. Die hatte ich schon. Das ist überarbeitet, Frankfurt. Das ist ja geil. Noch ein Ampelgrün. Noch ein Ampelgrün. Ja, Milo, jetzt ist gut. Muss ich jetzt rechts oder links? Links. Gut. Jo, wir halten an. Ampel! Ja, Ampel. So, grün. Attacke. So, schön abliefern. Aber rückwärts einpacken tue ich jetzt nicht, habe jetzt keine Lust. So, abliefern. Wir überspringen das Ganze. Mal gucken, wie sich das dann verhält. Okay, das zeigen sie da nicht.
Wahrscheinlich zeigen sie das Abladen nur oder wird eingeblendet, wenn man rückwärts einpackt, aber das ist nicht tragisch. Grand Company Job Offers. Das ist cool, da haben sie dann Englisch und Deutsch zusammen. Also die Übersetzung fehlt da noch. Wir gucken mal, Folgeauftrag. Nach Manchester, nein, da will ich nicht hin, ich will eine Kurzstrecke. Dann fahren wir von hier aus nach Dresden. Aber das machen wir in der nächsten Auffolge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss.